So, die Aufzeichnung läuft und damit beginnen wir mit dem heutigen Vortrag im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen im Namen des Kulturamts und aller Mitveranstaltenden dieser Woche der Brüderlichkeit, die in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfindet, das heißt ausschließlich im digitalen Raum. Wir sind ausgesprochen froh, dass es diese Möglichkeit gibt und dass wir auf diese Art und Weise alle Vorträge, alle Veranstaltungen tatsächlich auch an die interessierte Öffentlichkeit übermitteln können. Heute Abend wird Dr. Christoph Mehrlein, unter anderem Obermeister der Löblichen Singergesellschaft in Pforzheim, die ebenfalls zum Kreis der Mitwirkenden dieser Woche der Brüderlichkeit gehört, einen Vortrag halten über das Thema Volksverhetzung und Meinungsfreiheit. Herr Dr. Mehrlein, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, so freue ich mich, dass Sie da sind und darf Ihnen heute über ein Thema berichten, das mich sehr bewegt, das ich auch behandelt habe im Rahmen jetzt meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin Rechtsanwalt. Ich habe früher in meiner Jugend einmal auch viel Strafrecht gemacht, bin aber im Moment eher in anderen Bereichen unterwegs. Wir hatten vor 2 Jahren dieses Thema im Europawahlkampf, hat die Partei Die Rechte hier Plakate gehängt, die lauteten: Israel ist unser Unglück, Schluss damit. Und das andere hieß: Wir hängen nicht nur Plakate. Und diese Plakate sind auch nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch gezielt vor der Synagoge aufgehängt worden. Und es gab damals auch die Besonderheit, dass dort Wagen mit Lautsprechern vor der Synagoge vorgefahren sind und Parolen gerufen haben. Wir haben dann versucht, dagegen vorzugehen. Und das hat sozusagen Glanz und Elend dieser Problematik ein bisschen gezeigt. Wir haben jetzt erreicht, dass gegen die Verantwortlichen Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und hier auch ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung geführt wird. Das Ganze hat aber fast 2 Jahre gedauert und war außerordentlich mühsam, also keine zeitnahe Reaktion. Grund dafür war, dass die Staatsanwaltschaft zunächst mal sehr unwillig war und nachher das Oberlandesgericht da die Strafverfolgung angeordnet hat. Ich will heute jetzt nicht diesen Einzelfall so sehr in den Mittelpunkt stellen, aber das Exemplarische daran deutlich machen, wo nämlich die Probleme in diesem Bereich liegen, und will dann im hinteren Teil auch, werde Ihnen ein bisschen darstellen, wie im Moment der strafrechtliche Teil aussieht, was man also an Hintergrund hat, um strafrechtlich gegen so etwas vorzugehen. Und dann im dritten Teil ein bisschen darstellen, wie ich denke, was man dort effektiver machen könnte, um solche Missstände in Zukunft besser zu begegnen. Das Problem in diesem Bereich ist ja folgendes. Wir haben in Deutschland insgesamt im Bereich von Beleidigungen, auch über den politischen Bereich hinaus, einen relativ schwach ausgeprägten Schutz von Betroffenen. Das heißt, Angriffe verbaler Art auf Menschen passieren häufig und man hat eigentlich keine wirklich befriedigenden Schutzmechanismen dagegen. Die sind jedenfalls etwas stumpf. Und die Problematik hier ist, dass zwei Grundrechte aufeinanderprallen, nämlich der Persönlichkeitsschutz einerseits und der Schutz vor solchen Angriffen. Und andererseits die Meinungsfreiheit. Und das hat in unserem Verfahren hier auch eine Schwierigkeit gemacht. Wenn eine Aussage öffentlich getätigt wird, dann muss man die auslegen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, eine Äußerung ist so lange straflos, wie es eine Auslegung gibt, die straflos ist. In unserem Fall war das so: Wenn Sie die Aussage "Israel ist unser Unglück" angucken, dann würde man zunächst mal sagen, ja klar, das ist judenfeindlich. Die spielt ja an auf eine Äußerung im Dritten Reich, im Stürmer, die damals hieß: Die Juden sind unser Unglück. Und darauf wird bewusst auch Bezug genommen. Und nun gab es aber die Gegenargumentation, die sagte, ja, aber hier steht Israel. Und Israel,
das müssen nicht die Juden sein, sondern das kann auch der Staat Israel sein. Und wenn man, und den Staat Israel zu beleidigen, ist straflos in Deutschland, weil Staaten nicht beleidigt werden können. Dieses Argument ist natürlich bei dieser Äußerung, die so bewusst auf diese Stürmergeschichte anspielt, eigentlich ein bisschen plump, aber das hat die Staatsanwaltschaft veranlasst, hier nichts zu unternehmen und auch zu sagen, wenn da steht, wir hängen nicht nur Plakate, dann steht da eben nicht drin, was man noch hängen will, und das wäre nicht zwingend, dass man dann Menschen hängen möchte oder Lünchen oder so etwas. Und das OLG hat das aber dann zurechtgerückt, zeigt aber sehr gut das Problem, das wir hier auch auf der anderen Seite haben, denn es ist insbesondere in Kreisen, die so in den National-Neonazi-Bereich hineingehen, sehr beliebt und auch ein echtes Problem, dass die oft zum einen mit Tabubrüchen und zum anderen auch mit so Chiffren arbeiten, um für ihre Leute sich da so ein bisschen vorzutasten und Dinge zu sagen, die dann noch straflos sein sollen. Viele von Ihnen werden diese Kürzel kennen wie HH, also für Heil Hitler oder 66, oder früher nach dem Krieg haben sie Nationalsozialisten noch immer von USA gesprochen, also unser seliger Adolf. Und solche Arten von Chiffren sind bis heute sehr beliebt, und es gab auch mehrere Entscheidungen, auch von Gerichten, wo bewusst versucht wurde, hier durch irgendwelche indirekten Aussagen sich dann nachher auf die Meinungsfreiheit zu berufen und gesagt, so haben wir es ja gar nicht gemeint. Und da ein bisschen auch die Strafbehörden vorzuführen. Der Gesetzgeber hat oft in solchen Fällen reagiert, weil wir natürlich das Problem haben, wenn Sie jetzt diese beiden Plakate angucken, das ist schon gefährlich. Das ist zum einen für die Leute, die jüdische Gemeinde, auch das jüdische Leben in Deutschland, eine bedrohliche Situation, dass solche Äußerungen dort kommen. Da gerade das mit dem Aufhängen, da fühlt man sich nicht wohl. Und das ist jetzt wirklich eine schwierige Bedrohungssituation. Und zum anderen können wir in Deutschland, ist die Gefahr, dass es dann irgendwann wirklich auch zu Übergriffen oder zu echten, auch körperlichen Angriffen kommt, natürlich groß, auch in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen. Und man kann jetzt auch als deutscher Staat nach unserer Geschichte auf keinen Fall zulassen, dass hier es zu irgendwelchen Übergriffen auf Synagogen kommt. Deswegen ist der Staat aufgefordert, etwas zu tun, hat aber andererseits das Problem, dass wegen der Meinungsfreiheit natürlich auch nicht bestimmte Äußerungen unter Strafe gestellt werden können, sondern dass das Ganze schon eine strafrechtlich relevante Qualität haben muss. Wir haben in Deutschland ein Tatstrafrecht. Das heißt, bei uns wird niemand für seine Gesinnung bestraft, Gedanken sind frei, sondern es muss schon eine Tat dazukommen. Und unter dem Aspekt muss man diese ganzen Strafvorschriften auch sehen. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren dann immer wieder das Phänomen beobachtet, dass man dann meinte, man muss jetzt tätig werden, man muss irgendwie Gesetze verschärfen. Das ist in der politischen Diskussion ganz beliebt. Und dann kommt man mit irgendeiner gesetzlichen Neuregelung, die jetzt im typischen Fall sehr unbestimmt ist, die Strafbarkeit zunächst einmal fast sinnlos ausweitet und dann wieder einschränkt durch irgendwelche anderen Merkmale, sodass das Ganze nie zur Anwendung kommt. Und wir haben auf diese Weise mittlerweile in Deutschland einen Flickenteppich im Strafgesetzbuch von sehr vielen Regelungen, die sehr weit und sehr ausladend sind, aber andererseits kein schlüssiges Gesamtkonzept mehr haben. Das ist seit den 70er Jahren ein Problem. Es wird seit ungefähr 1977, wollte man eigentlich anfangen, eine große Strafrechtsreform dieser Einzelstraftatbestände zu machen, was bis heute nicht gelungen ist, und stattdessen wird immer an Einzelfällen herumgefummelt. Ich will Ihnen jetzt mal kurz vorstellen, wie im Moment der strafrechtliche Schutz gegen staatsgefährdende Äußerungen im weiteren Sinne konstruiert ist in Deutschland. Und Sie werden dabei merken, ein paar typische Probleme, dass man einerseits Strafvorschriften hat, die viel zu weit gehen, auch in dem, was sie unter Strafe stellen, und dass man andererseits die aber so gefasst hat, dass sie in der Praxis praktisch nie zum Tragen kommen.
Wir haben den Text hier auch mal vorbereitet und ich wollte Ihnen, ohne jetzt in die juristischen Details zu gehen, nur mal darstellen, wenn wir mit dem Paragraphen 130 StGB anfangen, das ist der Straftatbestand der Volksverhetzung, über den ich heute ja in erster Linie sprechen möchte. Ich will nachher noch mal kurz einige anekdotische Strafvorschriften streifen, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben, in meiner Praxis auch noch nicht vorgekommen sind, aber die vielleicht Ihnen die Problematik ein bisschen verdeutlichen. Ich habe den Text hier vorbereitet, wenn wir den mal angucken wollen. Frau Baumbusch, können Sie den zeigen? Sie sind die Meisterin. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können das ein bisschen lesen und das mit mir mitverfolgen. Sie sehen hier unten Paragraph 130 Volksverhetzung. Dieser Paragraph hat zunächst mal in den ersten zwei Absätzen das, um was es hier in meinem Fall mit der jüdischen Gemeinde gegangen ist. Absatz 1 und Absatz 2 unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass Absatz 1 mündliche Äußerungen meint, also wenn jemand irgendwelche Parolen ruft, und Absatz 2, wenn das Ganze in schriftlicher Form und öffentlich-schriftlich erfolgt. In beiden Fällen ist die Strafbarkeit darauf gerichtet, dass Menschen zum Hass aufgestachelt werden oder dass zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen aufgefordert wird. Das ist die Nummer 1. Und bei der Nummer 2 wird Menschenwürde und die ganzen Voraussetzungen im Einzelnen, im Kern gesagt, da wird bestraft, wer beschimpft, böswillig, verächtlich macht und verleumdet. Damit kann man relativ gut umgehen und das ist in unserem Fall, wenn man das jetzt lebensnah auslegt, eigentlich auch klar, dass hier klare Absicht war, gegen die jüdische Bevölkerung aufzustacheln und zu versuchen, die Leute da aufzurufen. Da steckte auch ein tiefer Hass in dieser ganzen Geschichte drin, der hier schon so weit eingreift. Und da sind ja auch keine Sachaussagen drin gewesen, die jetzt irgendwie rechtfertigen würden, dass man solche Aussagen tätigt. Übrigens kam hier noch hinzu, dass wir in einer Europawahl waren und da hat natürlich überhaupt kein Bezug zum Staat Israel Platz. Also eine Europawahl hat jetzt einfach mit Israel überhaupt nichts zu tun. Und ich habe in dem Verfahren das auch nachgewiesen, diese Partei hatte auch in ihrem Programm überhaupt keine Bezüge zu Israel. Das heißt, es war relativ klar, dass diese Einsetzung von Israel als unserem größten Feind nur dazu diente, eigentlich die Judenfeindlichkeit zu überdecken. Weil, wenn Sie jetzt noch mal kurz weiter gucken, das ist jetzt hier ein klein bisschen auf der anderen Seite abgebildet. Das sehen Sie jetzt auch in dem Absatz 3, nur zur Vervollständigung, geht es darum, dass eine Straftat vorliegt, wenn jemand Straftaten aus dem Nationalsozialismus verharmlost und das geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, oder wenn man das öffentlich in einer Versammlung billigt, leugnet und verharmlost. Das ist die Vorschrift, die die Leugnung des Holocaust unter Strafe stellt, und zwar in der Weise, dass das sind die Völkerstrafgesetzbuch bezeichneten Verbrechen, weil das natürlich auch ein Problem wäre, eine wissenschaftliche Diskussion oder irgendeine Tatsachenbehauptung als wahr unter Strafe stellen, denn geht nicht. Und deswegen ist hier auch das Element drin, dass es den öffentlichen Frieden stören muss. Das ist in Deutschland natürlich relativ leichter Fall in diesem Bereich, weil hier auch so pseudowissenschaftliche Diskussionen aufgemacht werden. Das wird dann in Absatz 4 nochmal verschärft, wenn man das in einer öffentlichen Versammlung sagt und dabei die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Also das ist spezielle Drittes Reich-Rechtsprechung, Gesetzgebung hier, die sich vor allem damit auseinandersetzt, dass man eben nicht möchte, dass hier das Dritte Reich in irgendeiner Form noch verherrlicht wird. Und die entscheidende Scharnierstelle ist dann Absatz 5, der das Ganze auch dann unter Strafe stellt, wenn es in Form von Schriften passiert.
Das ist dann die Strafbarkeit dieses sogenannten Leuchter-Reports, von dem manche von Ihnen vielleicht schon mal gehört haben. Da geht es darum, dass dieser Herr Leuchter, das ist ein amerikanischer Neonazi gewesen, das ist jetzt schon einige Jahre her, einen Bericht geschrieben hat, in dem er vorgerechnet hat, dass das mit der mit den Tötungen der Juden in dieser Form nicht stimmen kann und da irgendwelche Berechnungen angestellt hat. Und der ist ja hier auch so ein bisschen rumgereicht worden in rechtsradikalen Kreisen. Und die hat man dann unter dieser Vorschrift hier gefasst. Problem in diesem Fall ist auch, der Versuch ist strafbar. Das steht in Absatz 6. Also die Versuchsstrafbarkeit, das ist einfach juristisch nicht gut gemacht. Da stellt sich natürlich immer die Frage, wie soll ein Versuch aussehen? Also wenn einer ansetzt zum Reden, also das macht eigentlich keinen wirklichen Sinn. Und da wird versucht, so ein paar Strafbarkeitslücken zu schließen, aber nicht sehr effektiv. Also das ist die Kernvorschrift in Deutschland, mit der man diese Problematik der rechtsradikalen Propaganda versucht zu unterbinden. Einerseits sehr weit gefasst, andererseits durch die Einschränkungen, dass es zum Beispiel in Absatz 3 geeignet sein muss, den öffentlichen Frieden zu stören, manchmal so ein bisschen unbestimmt. Und das Problem in der Praxis ist, dass Staatsanwaltschaften natürlich wahnsinnig viele Delikte aller Art zu bearbeiten haben und hier mit Strafvorschriften konfrontiert sind, die außergewöhnlich schwierig sind und die man eigentlich ungern anwenden möchte und deswegen versucht, das mit irgendwelchen Überlegungen möglichst außerhalb von Strafverhandlungen zu lassen. Auch mit dem Gedanken, dass man damit natürlich Leuten möglicherweise ein Forum gibt bei Gericht, das nicht gut ist. Wir haben in der Justiz aktuell ein Riesenproblem, muss man auch mal sagen, so für die Wirklichkeit mit diesen sogenannten Reichsbürgern. Das sind Leute, die, Sie werden das schon gehört haben, die also sagen, die Bundesrepublik ist nicht wirksam gegründet worden und die dann da mit 100-seitigen Gutachten vom Richter verlangen, dass er erstmal nachweist, dass er zur Rechtsprechung in Deutschland berechtigt ist. Also wir haben hier mit Spinnern in großem Ausmaß zu tun und die kosten die Gerichte unglaublich Zeit und sind eigentlich nur destruktiv. Sehr schwieriger Bereich. Kriegt man mit diesen Strafvorschriften mit Sicherheit nicht effektiv in den Griff. Wir haben außerdem das Problem, jetzt in meinem Fall auch sehr deutlich, wir haben eine sehr lange Verfahrensdauer. Das Ganze wird also nicht zeitnah verfolgt und die Leute können hier teilweise über Jahre weitermachen und es passiert nicht wirklich etwas. Wenn mal etwas passiert, ist das Ganze schon sehr lange her. Und wir haben außerdem noch ein Detailproblem, das uns hier sehr beschäftigt hat, nämlich, dass man hier zum Teil Antragsdelikte hat, das heißt Delikte, die nicht, wenn sie die Staatsanwaltschaft nicht selbst verfolgt, kann ich eine Klageerzwingung nur machen, wenn ich persönlich betroffen bin. Und da muss ich jetzt sagen, habe ich hier ein klein bisschen tricksen müssen in dieser Angelegenheit, weil die jüdische Gemeinde als solches keine Antragsbefugnis hat. Und da war Rami Suleiman so freundlich, auch selber den Antrag mit zu unterstützen. Und nur deswegen hat nachher die Klageerzwingung in meinem Verfahren auch funktioniert, weil er als Vorstand der jüdischen Gemeinde natürlich persönlich betroffen ist und deswegen auch eine Antragsbefugnis hatte, um dort eine Klageerzwingung zu machen. Da werde ich nachher noch drauf zurückkommen. Das ist ein großes Problem, dass die Strafverfolgung hier teilweise auch so gemacht ist, dass die Betroffenen und die jetzt sich wirklich auch zu Recht beeinträchtigt fühlen, kaum eine Möglichkeit haben, um selbst etwas zu unternehmen und ein bisschen ausgeliefert fühlen dem Staatsanwalt, der möglicherweise sagt, ich bin hier sehr zurückhaltend und ich möchte hier keine unnötige Strafverfolgung auf den Weg bringen. Ich möchte jetzt zur Abrundung Ihnen noch mal ein paar Orchideen, will ich das mal nennen, aus dem Strafgesetzbuch zeigen. Ich nehme an, die wenigsten von Ihnen haben das Strafgesetzbuch schon mal von vorne nach hinten durchgelesen, obwohl das ganz interessant ist. Aber ich wollte Ihnen jetzt noch ein paar weitere Vorschriften zeigen, damit Sie sehen, wie man dieses ganze Feld der politischen Äußerungen jetzt bedacht hat. Und würde jetzt erstmal zu Paragraph 86 gehen. Er steht ganz oben in meinen Blättern.
Sie können das auch in Ruhe nochmal nachlesen. Das ist ja zum Glück öffentlich in Deutschland. Sie können ja alles, was bei uns strafbar ist, im Gesetz nachlesen, zumindest vom Anspruch her. Aber der Anspruch ist auch durchaus real. Also es darf nichts unter Strafe gestellt werden, was nicht im Gesetz irgendwo drin steht. Paragraf 86 ist das Verbreiten von Propagandamitteln. Das ist relativ unproblematisch und sehr eng. Klingt zwar toll hier, Verbreiten von Propagandamitteln, aber da geht es nur um Organisationen, die schon rechtskräftig verboten sind. Das sind dann manchmal auch so islamische Organisationen, die da verboten sind, und das ist also nicht so, also spielt eigentlich keine Riesenrolle. Das Problem hier ist allerdings, dass die Strafbarkeit hier extrem weit gefasst ist, denn wenn Sie solche Propaganda, also wenn ich jetzt zum Beispiel bestellen würde, wenn ich mir jetzt einfach zu, weil ich mal sehen will, was die da machen, von irgendeiner verbotenen Partei Material kommen lasse, dann ist das deswegen nicht strafbar, weil ich nicht die Absicht habe, das Ganze zu verbreiten. Aber Strafbarkeit ist hier schon gegeben, wenn man solche Materialien, da geht es also dann um irgendwelche, wenn, nehmen wir mal Hitlers Mein Kampf, wäre vielleicht etwas, was darunter fallen könnte. Wer die herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt oder in Datenspeichern öffentlich zugänglich macht. Das ist natürlich schon relativ weit. Da gibt es dann eine Ausnahme für die Kunst und Wissenschaft, damit da die Strafbarkeit nicht sinnlos ausgeweitet wird. Darunter haben Sie den 86a. Das ist die Vorschrift, nach der der Hitlergruß in Deutschland strafbar ist. Und das habe ich in meiner Praxis auch schon erlebt. Das ist wenig bekannt, zum Beispiel bei Leuten, die aus Osteuropa kommen. Ich hatte bei mir mal jemanden, der war aus Litauen. Und der hat auf seiner Homepage irgendwie so eine nackte Frau gezeigt, die den Hitlergruß machte. Und hat sich von mir dann belehren lassen, dass das strafbar ist, und war irgendwie völlig irritiert, weil er sagte, bei ihm zu Hause wäre Hammer und Sichel strafbar, aber doch nicht der Hitlergruß. In Deutschland sind wir da natürlich sensibel, und der Hitlergruß, der ist ausdrücklich hier aufgenommen worden unter 86a Absatz 2. Da ist nämlich strafbar: Kennzeichen sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Und das ist der Hitlergruß. Und das ist strafbar, wenn man das verwendet oder wenn man solche Zeichen herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt. Das ist also dann das Hakenkreuz oder die SS-Rune. Und da hat man extra auch unter Strafe gestellt, wenn man da verwechslungsfähige Zeichen verwendet, um dem Einhalt zu gebieten. Ist ja auch jetzt nicht unzumutbar, sich an diese Vorschrift zu halten. Also das ist in Deutschland jedenfalls alles unter Strafe gestellt. Auch wird in der Praxis deswegen auch nicht gezeigt. Und man erlebt hier nur immer wieder Umgehungsversuche, wo irgendwelche verfassungsfeindlichen Gruppen dann versuchen, irgendwelche Symbole zu entwickeln, die sie dann die so ähnlich verwenden und sagen, das hat damit gar nichts zu tun. Eine typische Situation, alle von deren Mitgliedern wissen natürlich genau, was gemeint ist und dass das Ganze nur dazu dient, diese Vorschriften hier irgendwie zu umgehen. Ich wollte Ihnen jetzt noch, also das ist eigentlich der Kern dieses Strafrechts. Ich denke von der Richtung her im Prinzip in Ordnung. Man wäre als Praktiker manchmal froh, wenn die Vorschriften ein bisschen griffiger formuliert wären und in manchen Dingen auch ein bisschen präziser. Also man tut sich immer schwer mit diesen Dingen. Hier unten haben wir noch planmäßige Einwirkung und pflichtgemäße Bereitschaft. Also so unbestimmte Rechtsbegriffe, die in Straftatbeständen immer ein Problem sind. Zur Abrundung jetzt noch ein paar merkwürdige Dinge. Weiß nicht, ob Ihnen das schon mal bewusst geworden ist, wenn Sie runterscrollen auf Paragraph 89. Da ist in Deutschland strafbar, wer auf Angehörige der Bundeswehr oder der Polizei planmäßig einwirkt und deren pflichtgemäße Bereitschaft zum Schutz der Sicherheit der Bundesrepublik untergraben will. Damit muss er allerdings absichtlich versuchen, der Bundesrepublik zu schaden. Aber dass die Einwirkung auf Polizisten schon strafbar sein kann, wenn man da deren Pflichterfüllung untergräbt, es gibt dazu auch praktisch keine Verurteilungen. Das sind natürlich alles so Tatbestände, die stehen da drin. Keiner kennt sie und keiner wird dafür verfolgt. Das ist die Frage, ob sowas Sinn macht.
Wenn man da dann weitergeht, das ist durchaus interessant. Also wir haben vorhin gesagt, Sie dürfen ja nachher auch Fragen stellen. Sollte einer von Ihnen auf die Idee kommen, den Bundespräsidenten zu beleidigen, dann werden wir einschreiten, das heißt, Sie stumm schalten, weil das ist strafbar. Wenn Sie das in Paragraph 90 sehen, das ist, glaube ich, sehr wenig bekannt. Wir können ja keine Straftaten zulassen, aber wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Schriften den Bundespräsidenten verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Tun Sie sowas nicht. Sie werden aber, wenn Sie es tun, kaum Gefahr laufen, weil das wird nur auf Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt. Und da unser Bundespräsident, zumindest der jetzige und auch die davor, alle bei Sinnen sind, werden die natürlich niemals ein Strafersuchen in so einem Fall stellen, weil das macht ja keinen Sinn. Also das ist eine der unnötigsten Strafvorschriften, die wir haben. Dasselbe gilt übrigens in 90a, und das ist ungewöhnlich in Deutschland, für Verunglimpfungen von Staaten und für des Staates und seiner Symbole. Und da ist sogar der Versuch strafbar. Das heißt, wenn Sie sich mit einem Feuerzeug einer Fahne der Bundesrepublik nähern, sind Sie in der Strafbarkeit drin, weil das ist der Versuch einer Beschädigung dieser Fahne und das ist strafbar nach 90a. Also die Bundesrepublik schützt ihre staatlichen Symbole durch das Strafrecht extrem weitgehend. In Amerika zum Beispiel, da gab es auch eine Riesendiskussion schon drüber, wird die Meinungsfreiheit da noch viel höher gestellt. Also es ist jetzt durchaus ungewöhnlich, dass die Beschädigung oder Zerstörung oder der beschimpfende Unfug mit solchen staatlichen Symbolen unter Strafe gestellt wird. Dasselbe gilt übrigens für Symbole der Europäischen Union. Also wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, auf dem Marktplatz eine Europafahne anzuzünden, sind Sie auch strafbar. Also auch das tun Sie bitte nicht. Da ist die Bundesrepublik in der Strafbarkeit extrem weit, wenn man überlegt, inwieweit dann andere Dinge mehr oder weniger doch locker gesehen werden. Also da haben wir hier sehr weitgehende Strafbarkeit. Und jetzt zum Schluss noch ein Punkt, der in meinem Fall mit der jüdischen Gemeinde auch eine Rolle gespielt hat. Und das ist der Paragraph 166. 166 heißt jetzt Beschimpfung von Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften. Das ist in Deutschland strafbar. Und das ist übrigens die frühere Gotteslästerung. In dem Paragraphen stand früher drin, dass Gotteslästerung strafbar ist. Und das geht natürlich in einem Rechtsstaat überhaupt nicht. Also dann müsste man sich ja als Staat entscheiden, welcher Gott der Richtige ist, und das geht nicht. Man hat deshalb diese etwas aufgeweichte Form gewählt, die in ihrer Zielrichtung auch nicht so richtig klar zu bestimmen ist. Da wird jemand unter Strafe gestellt, der ein Bekenntnis beschimpft in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das hätte man hier auch schon überlegen können, ist aber jetzt im Ergebnis auch dasselbe gilt übrigens, wenn man eine Kirche oder Religionsgemeinschaft beschimpft oder wenn man Gottesdienste absichtlich und in grober Weise stört. Das ist 167. Da könnte man natürlich dran denken, in dem Moment, wo die mit irgendwelchen Wagen kommen und da Parolen vor der Synagoge zum Beispiel auf Gläubige machen. Diese ganzen Straftaten sind ein Riesenproblem, weil sie praktisch nie zur Anwendung kommen und man sich auch fragen muss, inwieweit jetzt Störung eines Gottesdienstes wirklich strafbar sein kann, vor allem wie weit fasst man das dann. Wir hatten in Deutschland ja früher, ganz früher, bis in die 60er Jahre mal den Straftatbestand des groben Unfugs. Die literarisch Interessierten unter Ihnen werden sich vielleicht an den Roman von Heinrich Böll erinnern, Ende einer Dienstfahrt, wo da 2 Leute einen Bundeswehr-Jeep angezündet haben und dann am Ende dafür wegen groben Unfug verurteilt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann unterbunden, weil sie gesagt haben, das ist viel zu unbestimmt. Diese Straftaten gegen die Religion, übrigens dann kommt hier noch Störung der Totenruhe und diese Angelegenheiten, sind außerordentlich problematisch und kommen praktisch nie zur Anwendung, weil sich keiner so richtig traut, mal zu sagen, wo da eigentlich das strafwürdige Unrecht genau beginnt und wo es aufhört. Ich halte auch für richtig, dass man auf diese Strafvorschriften hier nicht zurückgegangen ist,
Denn sonst muss man sich zwangsläufig in irgendwelche religiösen Dinge einmischen und das möchte man als Staat eigentlich vermeiden. Übrigens in Frankreich, die sind dort viel liberaler als wir. Das ist im Zusammenhang auch mit der Charlie Hebdo-Diskussion dort ein Thema gewesen, auch mit diesem Lehrer, der da geköpft wurde. Frankreich hat ganz klare Ansage, Beleidigung von Religionen, in welcher Form auch immer, ist nicht strafbar, sondern voll durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Ist für einen säkularen Staat auch konsequent. Und die Bundesrepublik ist hier so ein bisschen Larifari in diesem Punkt. Es gibt hier übrigens beide Diskussionen. Es wird sowohl gefordert, diese Vorschriften alle abzuschaffen, als auch die Anträge, die Gotteslästerung wieder unter Strafe zu stellen. Also richtig ist natürlich nur alles abzuschaffen in diesem Bereich, weil damit kann man mit dem Strafrecht mit Sicherheit hier nichts machen. Und es ist auch so, dass durch Meinungsfreiheit in diesem Bereich, was die Religion angeht, auch niemandem geschadet wird. Dadurch gibt es keine Auseinandersetzungen, dass man Gotteslästerung unter Strafe stellt. So viel mal zum Strafrecht. Also insgesamt ein Flickenteppich, eine gewisse Auswahl von Dingen, die unter Strafe stehen, ohne dass man so richtig ein Grundprinzip dahinter erkennt. Ich persönlich merke, Sie merken das vielleicht so aus meinen Äußerungen, bin überhaupt kein Fan vom Strafrecht in dieser Hinsicht, weil ich der Meinung bin, dass man vielleicht auch manchmal unterschätzt, was ein Strafverfahren leisten kann, überschätzt, was ein Strafverfahren leisten kann. Ich habe bei mir sehr oft Leute, die kommen und sich beraten lassen und sagen, ja, sie wollen aber, dass da eine Strafanzeige gestellt wird. Da hat man wenig Einflussmöglichkeiten und es bringt oft nicht die gewünschte Befriedigung des Ganzen. Vor allem ist es aber auch so, dass Strafbarkeit auch vor den Strafgerichten wirklich auf die Fälle beschränkt werden sollte, wo man wirklich im öffentlichen Interesse unbedingt eingreifen muss. Und da gibt es genug, also alle Arten von Gewalttaten und so etwas muss man natürlich sofort und entschieden unterbinden und auch unter Strafe stellen. Und da mal aufzuräumen und die ganzen Kleinsachen rauszunehmen, wäre aus meiner Sicht jetzt wirklich sinnvoll. Die Frage, wenn man wirklich erreichen will, dass man die öffentliche Sicherheit und Übergriffe und Vorfeld dieser Übergriffe verhindert, wird man meines Erachtens nicht durch Strafrecht erreichen, weil es auch nicht gut ist, wenn man dann Straftaten hat, die einmal verfolgt werden und ein andermal wieder straflos bleiben. Das heißt, dieses Instrument kann vielleicht am Rande so eine gewisse Abrundung bringen, aber man sollte meines Erachtens, wenn man das wirklich unterbinden will, nach anderen Möglichkeiten suchen. Und dazu will ich Ihnen noch ein bisschen etwas aufzeigen, und das ist die zivilrechtliche Seite. Wir haben in Deutschland immer Zweigleisigkeit, das heißt, Strafrecht wird durch die Staatsanwaltschaft verfolgt. In ganz wenigen Ausnahmefällen gibt es auch Privatklagen, aber das spielt praktisch keine Rolle. Daneben kann man auch Leute zivilrechtlich in Anspruch nehmen. Sie kennen das vielleicht aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts. Da funktioniert das sehr effektiv und musste sogar eingeschränkt werden. Das heißt, Sie erleben in unserer Rechtswirklichkeit kaum noch unerlaubte Werbung, weil das von den Wettbewerbern immer sofort verfolgt wird und ziemlich teuer wird. Das heißt, da wird man abgemahnt und muss dann eine Unterlassungserklärung abgeben und Schadenersatz pauschal bezahlen. Und das hält eigentlich die meisten Gewerbetreibenden doch ab, davon unzulässige Werbung zu betreiben. Zum Beispiel darf ich in der Werbung ja auch nicht meinen Mitbewerber irgendwie herabsetzen oder Unwahrheiten behaupten über mein Produkt, über das Produkt meines Mitbewerbers. Dieser Grundsatz besteht im Prinzip auch darüber hinaus, zum Beispiel bei Beleidigungen. Ich kann jemanden, der mich beleidigt, auch in Anspruch nehmen und von ihm Unterlassung, Schadenersatz, Schmerzensgeld in gewissen Einschränkungen verlangen. Dass das in diesem Bereich hier noch nicht so gut funktioniert, ist ein Systemproblem, das man beheben kann. Das Problem liegt nämlich zum einen darin, dass die Glaubensgemeinschaften, in meinem Fall jetzt also zum Beispiel die jüdische Gemeinde, keine Möglichkeit hat, gegen solche Übergriffe vorzugehen. Die sind in der Regel nicht antragsbefugt
sondern nur Privatpersonen, die sich in ihrer Ehre beleidigt fühlen. Es wäre also eine relativ effektive Möglichkeit, jetzt speziell bei judenfeindlichen Äußerungen, aber es gibt ja auch Christen oder Muslime, die ja verfolgt werden, wenn man den Religionsgemeinschaften die Möglichkeit geben würde, gegen solche Äußerungen zivilrechtlich vorzugehen und Unterlassung zu verlangen. Weil das, was immer unzulässig ist, also in Deutschland ist das Meinungsäußerungsrecht so gemacht, dass man unter zwei Voraussetzungen eine Aussage nicht treffen darf, nämlich einmal, wenn sie nicht wahr ist, also Wahrheitsschutz. Eine falsche Tatsache darf ich nicht behaupten und der dadurch betroffen ist, kann Unterlassung von mir verlangen. Ist in der Presse zum Beispiel ein häufiges Thema, wenn in irgendeinem Presseartikel was kommt. Da muss man aber immer vorher demjenigen, der eine Aussage getätigt hat, Gelegenheit geben, das aus der Welt zu schaffen, indem er sagt, okay, ich sage es nicht wieder. Oder wenn ich eine wahre Aussage mache oder eine Meinungsäußerung, dann darf sie die Grenze zur Schmähkritik nicht überschreiten. Schmähkritik sind zum Beispiel offene Beleidigungen oder sonstige Herabsetzungen, die durch die Sache in keiner Weise mehr gerechtfertigt sind. Und das passiert in der Wirklichkeit extrem häufig und wird kaum je ernsthaft verfolgt hier. Und es wäre viel leichter, wenn man zum einen den Betroffenen, also hier zum Beispiel den Religionsgemeinschaften, die Möglichkeit geben würde, solche Angriffe wie diese Plakate zivilrechtlich mit einer Unterlassungserklärung zu verfolgen, würde aber auch zweitens voraussetzen, wenn man auch im Internet solche Auswüchse bekämpfen will, dass man das mit der Klarnamenpflicht im Internet wirklich effektiv durchsetzt. Das heißt, dass man sicherstellt, dass jemand, der auf irgendwelchen Internetseiten Äußerungen tut, dafür auch mit seinem wirklichen Namen stehen muss und ich nachher die Möglichkeit habe, denjenigen auch mit diesem wirklichen Namen anzusprechen und in Anspruch zu nehmen. In Deutschland sind Schmerzensgelder insgesamt sehr niedrig, in Amerika ja ungleich viel höher. Aber gerade solche kleinen Parteien oder solche Leute, die da, ich sag mal, rumspinnen, kriege ich durch solche Maßnahmen erfahrungsgemäß relativ gut, weil die, wenn sie regelmäßig solche Äußerungen tun, am Ende relativ viel Geld bezahlen. Und man muss die Leute, glaube ich, da treffen, wo es wirklich weh tut. Und ich glaube, jemand wird Beleidigungen, Beschimpfungen, Unflätigkeiten dieser Art ganz schnell lassen, wenn er merkt, dass das Ganze für ihn teuer wird. Also, dass er einfach da nachher in Anspruch genommen wird und einfach einen Riesenärger hat, der die Sache nicht wert ist. Zivilrecht hat vor allem den Vorteil, dass da keine Märtyrer entstehen. Wir haben bei der Partei Die Rechte die Situation, dass mit diesen Holocaust-Leugnern dort Leute zum Teil sogar ins Gefängnis gegangen sind, und zwar bewusst, weil sie Geldstrafen nicht bezahlt haben, um nachher als die Märtyrer dazustehen, die für die Meinungsfreiheit einstehen und dafür sogar bereit sind, ins Gefängnis zu gehen. Wollen wir eigentlich nicht. Wenn die Leute allerdings Strafen dafür zahlen müssen, die dann jemand beitreiben kann, oder wenn die nachher gezwungen werden, eine Geldbuße zu zahlen, die für die Arbeit mit benachteiligten Kindern oder für Sozialarbeit der Kirchen und Glaubensgemeinschaften verwendet wird, dann tut das schon viel mehr weh, und das wäre dann, glaube ich, etwas, was effektiver helfen würde, wo vor allem die Betroffenen selber die Möglichkeit haben zu entscheiden, wogegen sie vorgehen wollen und wo sie lieber sagen, will ich nicht. Also man müsste das durch zwei Maßnahmen schärfen, nämlich zum einen, indem man die Unterlassungsansprüche im Zivilrecht noch etwas präziser formuliert, indem man mehr Gruppen und Betroffenen die Möglichkeit gibt, vorzugehen gegen solche Äußerungen, und indem man die Verfolgung der Betroffenen ermöglicht, indem man die Klarnamenpflicht so durchsetzt, dass man die Leute, die unzulässige Äußerungen tun, auch wirklich identifizieren und verfolgen kann. Das wäre mal so das Spektrum. Soweit mal meine Überlegungen zu dieser Frage. Einen Punkt würde ich vielleicht von mir aus noch ergänzen. Ein Problem ist natürlich, wir hatten dann das Thema, wenn man diese Plakate jetzt runterreißt, ist natürlich Sachbeschädigung.
Das heißt, das ist umgekehrt wieder strafbar. Man tut sich als Staat natürlich schwer, jemanden, der so eine Sauerei nachher bekämpft, dann auch noch unter Strafe zu stellen. Da kam dann die Polizei und musste diese Plakate schützen. Und das war also ein ziemlicher Aufruhr, wurde auch in der Presse darüber berichtet. Das sind natürlich auch ist eigentlich keine wirkliche Lösung. Ich kann natürlich verstehen, dass jemand sagt, wenn mir einer vor mein Gotteshaus ein Plakat hängt, dass er mich aufhängen will, das muss ich nicht ertragen. Und man kann an Notwehr oder solche Dinge denken. Da sind wir immer wieder, wie auch beim 23. Februar, in dem Problem, dass der Staat im Prinzip zum Schutz der Meinungsfreiheit da ist und dass ich selbst eine Äußerung, die an sich strafbar ist, insoweit möglicherweise vor irgendwelchen Übergriffen schützen muss. Und das ist ein ungelöstes Problem. Da muss ich sagen, weiß ich selber auch nicht so richtig, dass natürlich alle Leute Wahlplakate von Parteien nachher beschädigen, wegmachen, zerstören. Soll eigentlich auch nicht sein, wie sinnhaft die auch immer sein mögen, aber diese Plakatgeschichten, also das kann jedenfalls nicht die Lösung sein, sondern es wäre viel besser, wenn man gegen solche Vorgänge effektiv vorgeht, indem man es zivilrechtlich macht und indem man auch Plakate zum Beispiel von der Polizei entfernen lässt, wenn sie verbotenen Inhalt haben. Das ist in Pforzheim deswegen gescheitert. Die Stadt wollte das, hat aber vom Rechtsamt dann gesagt bekommen, möglicherweise sind diese Plakate auch nicht strafbar und deswegen lassen wir sie hängen. Da hätte man vielleicht etwas offensiver rangehen können. Das ist aber natürlich auch immer ein Punkt, weil die Stadt wird anschließend in einen Prozess verwickelt und fragt sich, ob es das wert ist. Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Dr. Merlein, für diesen interessanten Vortrag. Ich habe viel gelernt heute Abend auch in dieser Unterscheidung zwischen zivilrechtlich und strafrechtlich. Das macht sich der Laie, so wie ich, von Haus aus Kunsthistorikerin, tatsächlich nicht bewusst. Und das hat jetzt einfach auch nochmal so eine andere Struktur, so eine andere Klärung gegeben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin bei den Veranstaltungen, die für diese Woche noch geplant sind, dabei sein werden. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Machen Sie es gut. Bis dahin und nochmals Dank an Herrn Dr. Merlein. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch.